Liebe Grillfreunde, wir haben mal wieder Rippchen, das kann man ja nie genug haben. Diesmal sind es niederrheinische Duroc Baby Back Ribs. Ach, herrlich. Und wir machen die im Digital Smoker. Miki, sag jetzt nichts. Ich will jetzt doch mal was dazu sagen, ja? Gehst du weg? Ich gehe schon mal Weißt du, ich erzähle was und Richtung du gehst, oder was? Digitalsmoker. Na toll. Ja, aber wer musste den Digitalsmoker eigentlich anmachen? Weißt du, aufräumen hier, anmachen und so, das musste trotzdem ich machen. Obwohl ich eigentlich wunderschön, weißt du, wir haben nämlich sturmfrei, unser Kind ist nicht da. Ich würde so gerne hier den Monolith benutzen oder habe an den Gasmoker gedacht und so, weißt du, ein bisschen was Roughes, Geiles. Aber Du willst auf der Terrasse sitzen, Eis essen ja, und nebenbei soll der Grill arbeiten. weil wir haben nämlich sturmfrei. Ja, das ist meine Begründung dafür. Und man muss ja jetzt hier, man kann das doch ganz einfach und schön und entspannt jetzt gestalten. Aber da müssen wir es trotzdem auch ein bisschen special machen. Nicht einfach nur die Rippchen rein, essen und fertig. So läuft es nicht. Sondern? Wir werden heute von der Temperatur höher gehen, weil da ordentlich Fett dran ist. Zeig mal bitte diese Rippchen. Ja. Mega. Die sehen einfach geil aus. Und da gehen wir halt mit höherer Temperatur ran. Dann schmilzt das ein bisschen weg. Und dann zum Schluss machen wir daraus Crunchy-Rippchen. Crunchy. Wie denn? Mit dem Crunch. Zeige ich dir nachher. Gut, bleibt spannend. Rub oder so, richtig? Brauchen wir noch. Ja, aber nicht jetzt, Lydia. Jetzt kommt erstmal ein ganz wichtiger Schritt. Smogen. Ja? Ja. Und was brauchst du dafür? Chips. Ja, habe ich dir schon hingestellt. Also, ich habe Lydia gefragt, weil ich noch arbeiten musste, kannst du schon mal den Grill anmachen? Nee, nee. Du hast richtig lange da rumgedrückt. Du hast richtig viele Knöpfe benutzt da Lydia, unten. nee, du musst einfach nur gedrückt halten. Dann fährt das Du hast nach aber auch nicht oben. gedrückt gehalten. Du hast Doch. Ja, ganz viel weil dazu ich so gedrückt. super schnell tippen kann. Das kommt vom Zocken. Wisst ihr übrigens, was der Hauptstreitpunkt unter Paaren ist? Ratet doch jetzt mal. Miki, du kannst auch mal raten. Worüber streiten sich, neue Studie, Paare am häufigsten? Liebe machen. Nein. Okay, Freizeitaktivitäten. Nee. Warte mal, Haushalt, aufräumen. Ja. Ja? Unordnung. Und Streitpunkt Nummer der 1. Mann will es immer ordentlich haben, die Frau nicht so. Nee. Das ist ja Quatsch jetzt. Ich finde zum Beispiel, du kannst keinen Geschirrspüler einräumen. Ich Und kann richtig guten du Geschirrspüler. stellst auch dein Geschirr einfach immer so da ab. Nee, das stimmt nicht. Ja, klar. Ist einfach nicht wahr. Doch, das ist genauso. Nee, Lüde, da haben wir Streit jetzt. Seht ihr? So, Lüde, dann soll ich dir nämlich mal sagen, du lässt immer den Schrank in der Küche offen. Immer. Wenn ich nach Hause komme, der Schrank ist immer offen. Weißt du? Ja, weil ich doch da auch dann ständig ran muss. Nee, das stimmt Ist nicht. einfach Du nur praktisch, den sitzt schon offen auf zu der lassen. Couch und trotzdem sind die Schränke noch offen. Und dann muss ich das machen. Aber weil ich dich ja so sehr liebe, mache ich das natürlich auch für dich. Weißt du, deine Schuhe stehen überall rum im Flur, tausend So, Schuhe. jetzt schlägt es ja 13. Was ist denn jetzt? Oh. Wenn wir jetzt in den Flur gehen Ja. und nach unseren Schuhen gucken, dann Ja. sage ich euch, stehen da genauso viele Schuhe von Mickey wie von Ja, mir. weißt du warum? Weil ich deine weggeräumt habe schon. Das ist so ein Blödsinn. Da zeig doch. Bitte guck. Ja. Unsere Schuhecke. Ja. Zugegeben, da sind viele Schuhe. Ja. So, die zählen nicht, die sind von unserem Sohn. Das hier sind meine Turnschuhe. Die ziehe ich morgens, wenn ich nachts nämlich muss ich mal aufstehen, da ist noch kalt, da ziehe ich die an. Nachmittags ist es schon wärmer, da kann ich dann die anziehen. Gut, okay, die ignorieren Ja, wir. Lia, es Die läuft sind nicht aus besonders den gut für dich. kälteren Monaten. Es läuft So, nicht da gut. hinten, wenn es nämlich regnet, das sind meine Gummistiefel. Jetzt geht's los mit Mickys Schuhen. Mickys Noch Schuhe. nie getragen. Mickys Schuhe. Meine Joggerschuhe? Mickys Schuhe. Gerade hat er gesagt, er sucht seine Ja, Flipflops. die stehen aber sonst draußen. Mickys Schuhe. Ja. Jetzt zählen wir mal. Von mir stehen hier 1, 2, 3. Gut, okay, wir zählen die auch mit. 4. Und Von die dir Kinderschuhe, 1, tendenziell 2, gehören die Kinderschuhe 3, dir auch. 4, 5. Da hinten stehen nochmal Das Turnschuhe. sind meine Golfschuhe. Es sind hauptsächlich deine Schuhe, Meine sind aber auch die hier nicht stehen. weggeräumt. Ich habe nur Stimmt gesagt, dass sie nicht. da oben. Mann, ey. Riech da mal dran, Lydia. Eklig, ne? Nö. Echt? Ich finde mal Schweinefleisch in der Folie vorher Ja, ist nicht das mein Geruch. normalerweise ja. Aber das geht hier tatsächlich. Echt? Das Aber riecht guck doch nicht mal, wie so die schlimm. aussehen. So, guck mal, jetzt bin ich hier vollgeschmandert. Du müsstest jetzt mal drauf machen und ich verstreiche. Okay. Was nehmen wir denn eigentlich für einen Rap hier gerade? Ich Ist ja doof, dass du dir mal einen da war ein aussuchen? Schwein drauf und deswegen habe ich es genommen. Ich dachte, wird schon passen. Zeig doch mal. Was haben wir denn hier für ein Ankerkraut? Schwein. Ja, einfach nur Schwein. Siehst du? Schwein gehabt, würde ich sagen. Aber übrigens, Lydia, du hast die Silberhaut nicht entfernt. Ah, shit! Oh nein! Nee, aber ist ja welche dran? Ja. Ich habe ja letztens gelesen, dass einer meint, er mag sein Rippchen viel mehr, wenn die Silberhaut noch dran ist. Was würde denn das für einen Vorteil bringen? Der Er sagt, Saft bleibt drin. genau, er sagt, werden saftiger. Weiß nicht, warum nicht? Tja, ja, dann lassen wir die hier dran.
Okay? Okay, sind wir uns einig, ja? Weiß nicht. Und ich esse das dann ohne Silberhaut. Wie macht ihr das? Schreibt uns bitte mal in die Kommentare. Mit oder ohne Silberhaut die Rippchen? Kann ich die jetzt in den Digitalsmoker legen? Ist der fertig vorgeheizt? Woran würden wir denn erkennen, wenn er vorgeheizt wäre, fertig? Das ist wirklich manchmal, ne? Ach Mann, ich will gar nicht gemein sein, wirklich nicht. Okay, pass auf. Nee, wir machen das anders. Die Frage nehmen wir raus. Ich weiß noch nicht, ob ich das rausschneide. Die Leute können ruhig wissen, in was für einer Drucksituation ich mich hier immer befinde. Nee, das will ich ja nicht. Ich will ja nur gemeinsam mein Hobby mit dir verbringen. Das machst du ja wirklich großartig, muss ich ja sagen. Ja, wirklich. So doch, nämlich. Ich freue mich da immer wieder drüber, dass ich eine Frau habe, die mit mir grillt. Ja. Wunderbar. Aber wir haben ihn schon häufig auch benutzt, den Digital-Smoker. Mann, der blinkt oder so. Der Nein. Der zeigt mir oben da jetzt an, oder ein grünes Licht. Nein, er würde einmal laut piepen. Aha. Und er fängt an zu smoken. Du würdest sehen, wenn er smoked, dann kannst du es ja reinlegen, weil wir wollen ja Rauch haben. Also ist ja noch nicht fertig. Es hat gepiept. Okay. Aber Lydia, du hast eins vergessen. Was denn? Die scharfe Soße. Wozu brauchen wir die denn? Das zeige ich dir gleich. Das wird super. Du magst doch scharf. Nee, Miki, aber wir übertreiben es bitte nicht. Was Lydia, hab ich das bis jetzt jemals übertrieben? Ja. Okay, da hast du vielleicht eigentlich recht. Täglich. Ja. Lydia, ich würde mir Folgendes wünschen, was du jetzt gerne tun sollst. Ist das ein Satz? Ich tue es gerne und ich soll es tun. Ja, genau. So, sehr gut. Pass auf, und zwar würde ich gerne, dass du den Smoke-Behälter, wo die Holzchips drin sind, jetzt nochmal rausholst, aha, da die scharfe Soße raufkippst und wieder reinstellst. Was soll das denn bringen? Das soll super Aroma daran bringen und du weißt ja, ich weiß ja, dass du auf Chili stehst und das liebst und dann will ich natürlich dir auch entgegenkommen. Natürlich. Guck mal, siehst du, wie es schön smoked? Mm. So, und wie viel? Gib mal richtig drauf da. Sei mal richtig mutig auch. So, das reicht aber wirklich, das ist okay. So, jetzt kannst du die Rippchen schön reinlegen und ich würde dich darum bitten, relativ weit unten die reinzulegen, wenn du es schaffst, sogar beides auf die unterste Etage. Und warum nämlich? Weil es dann am nächsten am Rauch dran ist. Nö. Weiß nicht. Weil ich nicht sauber machen will, die anderen. Also die. Ah, weil es von oben dann sonst überall runtertropft. Genau. So ist es mit der Ordnung im Grill. Ja. Ne, bei Miki. Oh, sieht doch gut aus, oder? Und dann werden wir mal gucken, nämlich in 3 Stunden, wie es aussieht, ob wir eine Dämpfphase brauchen oder nicht. Und dann kommt ein Glaze und da machen wir dann schön die Knusper-Action drauf. Es smoked noch schön, man sieht's. Jetzt entscheiden wir, ob wir dämpfen. Ja, genau. Gucken wir einfach nach, wie sie aussehen, ob die zart werden oder ob wir wirklich nochmal dämpfen sollten. Oh, die sehen geil aus, ne? Ach, können wir die nicht schon so jetzt einfach... Also fertig sind die ja, ne? Aber ein bisschen mehr Zeit wäre schon noch schick. Ich weiß, du hast Hunger, ne? Ja, sehen richtig lecker aus. Aber sind sie noch zart? Das musst du jetzt rausfinden. Wie denn? Eigentlich mit einer Grillzange. Naja, ist schon ein bisschen fester. Ich würde sie so essen. Geiler wäre wahrscheinlich eine Dämpfphase. Ja? Ja. Hier sieht man auch die Knochen, wie sie sich schon ein bisschen... Ja, wie sie sich lösen. Also ne, man könnte jetzt auch, wenn man länger Geduld hätte, einfach 6 Stunden hier drinne, sage ich dir, sind die auch richtig geil. 6 Stunden? Wer kann denn 6 Stunden auf Rippchen warten? Kein Mensch. Hey, doch, wir haben sonst immer 6 Stunden Rippchen gemacht. Nur seitdem du dabei bist, mache ich hier kürzere Nummern. Ja. Das reicht locker, Lydia. Willst du noch das trinken oder nicht, hä? Ich habe mir das nicht aufgemacht. Das war deine Mutti. Ach so, meine Mutti. Ah ja. So. Keine Luft darf entweichen. So, die unteren Brenner machst du einfach auf kleinste Stufe bitte, ne, die sozusagen unter der Conscious-Form sind. Ja, und links und rechts volle Kanne. Ist schon. Na dann, sehen wir uns in einer Dreiviertelstunde wieder. Und mit deiner Soße auf den Chips? Genau, ich würde... Die ist jetzt verdampft? Gerne mal sehen, wie das aussieht. Ich kann mir so vorstellen, dass sie richtig schön eingebrannt hat, nur noch Zuckerreste da sind. Zeig mal. Ah, guck mal, ist am Ende auf jeden Fall. Die Kohle ist am Ende. Siehst du das? Aber da siehst du den Zuckerrest. Mhm. Du siehst richtig... sogar da drin ist. Und jetzt inhalier mal ganz tief. Sag mal, willst du mich räuchern oder wie? Das hält länger. Räucherware hält sich länger. Entschuldigung. Lydia, du sollst das jetzt nicht naschen. Du sollst das jetzt vorbereiten für die Rippchen. So, Geheimnis gelüftet. Wir haben hier solche Cornflakes. Und die machen den Crunch. Das haben sie bei mir gerade schon sehr viel getan. Ja, die machen auch ein bisschen süchtig, ne? Die sind ganz geil. Lydia hat die auch mit Zucker gegriffen. Angeblich unabsichtlich. Ja, es gab keine ohne Zucker. Ich glaube auch. Aber das schadet ja nicht, ne? Jetzt hör auf zu naschen. Jetzt habe ich auch Hunger nämlich. So, dann lüfte mal das Geheimnis hier drunter. Wie es aussieht. Oh, jetzt macht es aber auch wirklich spannend, Lydia. Ja. Oh, oh.
Nein, es ist wirklich zu viel. Wir haben es mit der Hitze etwas übertrieben. Oh nein, ihr seid bei einem absoluten Grill-Fail dabei. Es ist so schade. Miki und ich, wir haben hart getrauert und wir haben überlegt, laden wir dieses Video hoch. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Aber wir wollen euch ja an all unseren Grillabenteuern teilhaben lassen. Folgender Fehler, die Temperatur war einfach zu hoch. Wir haben das jetzt hier zu lange drin gelassen. Wir haben zu sehr gechillt. Genau, die Netflix-Serie war zu spannend. Es war zu spannend. Wir hätten zwischendurch mal gucken sollen. Ich habe gerade ein Stück hier probiert. Ja, ich habe hier was rausgemacht. Das war nicht ganz so schwarz. Habe das hier eingedippt in diese Cornflakes und es war der Knaller. Wirklich, es war der Knaller. Macht's nach, aber nicht falsch. So, Lydia, ich sag dir eins. Netflix ist der Teufel, wir haben gerade Dark geguckt und guck dir mal die Rippchen an, die sind auch Dark. Das stimmt. Ja. Das war ein Omen. Ja, also Leute, ich sage euch eins, wenn ihr Rippchen macht, fangt nicht mit Dark an, es ist ein Fehler. Aber warte mal, Miki. Was denn? Ich glaube, weißt du, ich habe eine Idee. Was denn? Oh, sie hat ja was anderes an. Ey, wirklich, weißt du, man könnte jetzt sagen, wie die Rippchen sind neu oder was auch immer, aber du sagst, sie hat was anderes an. Na, die Rippchen sind auch neu. Ja. Und es sind plötzlich drei. Guckt euch das mal an. Oh, und sehen die nicht toll aus? Wir haben jetzt wirklich alles nochmal ganz genauso gemacht, nur den Grill nicht auf 250 Grad. Das war einfach wirklich ein Versehen. Ja, das war ein Versehen. Aber guckt mal, ne? Jetzt ist ja wohl der Hammer. Ich pinsel die jetzt mal ein. Jetzt geht alles nach Plan, Leute. Alles. Wenn man denn hier was rauskriegt. Die Soße ist wirklich richtig geil, aber die... Mit der muss man kämpfen. Stokes Original Barbecue. Ja, die finde ich wirklich lecker. Für Rippchen, nicht für Burger oder so. Ich hatte sie auf dem Burger, war ich ganz schön enttäuscht. Für Rippchen mega cool, das reicht auch schon. Pro Strang, genau. Mega cool, sage ich dir. Aber diese Flasche, da was rauszukriegen. Da müssen sie sich was Besseres einfallen lassen. Genau. Oh, ist doch vielleicht ein bisschen wenig Cornflex. Nee, ne? Geht? Nein. Okay. So? Genau, perfekt. Und dann wirklich jetzt nur noch 10 Minuten musst du dich gedulden, okay? 10 Minuten. 10 Minuten, aber folgendes. Ja? Wird dann jetzt nicht diese Cornflakes-Schicht labbrig? Nee, ich glaube, dass die oben sogar ein bisschen dunkel wird. Ein bisschen aber nur, ein bisschen. Ich habe aber den Grill schon ausgemacht. Soll ich den mal wieder anfangen? Ach so, ah ja, nee, der links und rechts sollte noch gut an sein, ja. Jetzt ist soweit, oder? Korrekt. Sieht schon gut aus. Klar. Kann man noch mal so mit posieren, ne? Mhm, wunderbar. Das ist kein Nummern-Girl, sondern Rippchen-Girl. Rippchen-Girl. So, ich reiße mir jetzt hier einfach ein Stück ab. Ganz dirty. Mmh, lecker. Oh, man hört den Crunch. Mmh. Nichts latschig geworden, oder? Mmh. Ja. Was denn? Das ist super gut. Ja? Mmh. Geil. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da. Abonniert unseren Kanal, eine Frau lernt grillen. Immer wieder sonntags kommt ein neues Video und alles, was wir hier so benutzen, das findet ihr als Links auch unten drunter. Damit unterstützt ihr unseren Kanal und ich freue mich, wenn wir uns dann wiedersehen nächsten Sonntag.